Wir haben eine 12-Volt-Batterie von der Firma Bosch mit 44 Ampere auf den Tisch gestellt und eine Laborklemme an der einen Seite der Tafel und die andere an der anderen Seite der Tafel befestigt. Zwischen die Laborklemmen haben wir einen Edelstahldraht gespannt. Den Minuspol haben wir auf der einen Seite mit dem Edelstahldraht verbunden. Wir haben in die Nähe vom Minuspol ein paar Papierstückchen draufgelegt. Okay, dann sind wir mit dem Pluspol, den wir auf den Edelstahldraht gelegt haben, immer näher zu den Papierstückchen gekommen. Und am Ende, wenn wir ganz nah dran waren, sind die Papierstückchen durchgebrannt. Jetzt haben wir eine Alufolie draufgelegt und mit dem Pluspol sind wir direkt auf die Alufolie gegangen und es entstanden Funken und die Alufolie ist durchgeschmolzen.